Ich habe also jetzt die Wahl, ob ich meinen traurigen Gedanken, meinen Sorgen und Zweifeln nachgehe, ihnen glaube und davon ausgehe, dass mein Leben scheiße wird. Oder ich kann es einfach, wie das Manifestieren funktioniert. Jörg Starkmuth hat da einige Diagramme und erklärt anhand von Grafiken verständlich, dass alle Möglichkeiten und Varianten im Quantenfeld bereits vorhanden sind. Das, was du von deiner Zukunft erwartest, verbindet dich mit der passenden Version von dir, die zu diesen Erwartungen passt. Du sendest mit deiner gegenwärtigen Beobachtung, also deine Gedanken, Erwartungen und Gefühle, sogenannte Angebotswellen aus. Es resoniert dann die passende Version und so kreiert man dann ein ideales Selbst-Ich. Es mit einfachen Worten zu erklären, das, was ich von mir erwarte, das, was ich von meinem zukünftigen Ich denke, was ich von mir selber halte, von meiner Zukunft, von diesem Leben, das kreiert meine Realität mit. Ich habe also jetzt die Wahl, ob ich meinen traurigen Gedanken, meinen Sorgen und Zweifeln nachgehe, ihnen glaube und davon ausgehe, dass mein Leben scheiße wird. Oder ich kann es einfach mal ausprobieren, mir vorstellen, dass meine Zukunft besser wird, als ich denke. Doch Achtung, das Buch sagt auch, dass das nicht die Wahrheit ist. Tatsächlich ist das eine zentrale Aussage im Buch, dass Jörg Starkmuth sagt, dass er nicht die absolute Wahrheit weiß. Unser Glaubenssystem sorgt dafür, dass die Realität, die wir durch unsere Wahrnehmung erzeugen, stabil bleibt. Indem wir glauben, dass die Welt, die wir erleben, die einzigst wahre ist, richten wir unsere Wahrnehmung immer wieder auf diese Realitätsvariante. Wir haben ja eben gesagt, es gibt verschiedene Varianten, weil im Quantenfeld mehrere Möglichkeiten angelegt sind. Also wir richten unsere Wahrnehmung immer wieder auf diese Realitätsvariante und erzeugen sie dadurch. Nur mit geringeren Variationen. Immer wieder neu. Ohne dieses Stabilisierungsprinzip können wir in jedem Moment jede beliebige Realität erzeugen. Es hat also nach seiner Aussage was mit unserer Überzeugung zu tun. Von was bin ich überzeugt? Und nur das kann ich erstmal erleben. Jetzt fragst du dich vielleicht, wie kann ich denn mit meiner bestmöglichen Zukunftsvision in Verbindung kommen? Indem du dir folgende Fragen stellst und dir die Zeit nimmst, die für dich zu beantworten. Welche Charakterzüge will ich haben? Wie sehen mich andere in meinem idealen Ich? Was brauche ich für ein schönes Leben? Wie zieht sich mein ideales Ich an? Wie laufe ich und gebe mich als mein ideales Ich? Welche Gedanken, Selbstgespräche und Erwartungen hätte ich? Wie ernährt sich mein ideales Ich? Wie sehen die Freundschaften aus von meinem idealen Ich? Der Lifestyle, Geld, Beziehungen? Wenn du dir jetzt all diese Dinge klargemacht hast, dann ist deine Energie natürlich fokussierter, gebündelt. Und wenn du magst, kannst du diese noch magnetisch aufladen mit kleinen Dankbarkeitsritualen. Also immer mal wieder schauen, für was kann ich jetzt gerade dankbar sein? Und kann ich das in meinem Körper fühlen? Und was ein wirklich großer Motor ist für gute Gefühle in deinem Körper, ist die Vorfreude. Wie ein kleines Kind, das weiß, dass es zum Geburtstag seinen Wunsch erfüllt bekommt. Was denkst du, wie sehr deine Energie bereits mit dieser Vorfreude gestärkt wird, aufgeladen wird?